Hallo, hier ist Hino, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Ich lag daneben, habe nämlich vor ein paar Minuten vor ein paar Stunden diese Episode aufnehmen wollen. Mir ist dann was dazwischen gekommen. Mach es jetzt und hier ist nicht Boss-Time, noch nicht. Aber das ist auch besser, denn ich würde gerne, wenn wir beim nächsten Boss sind, das kann ich ja mal zeigen, bloß nicht beim Heiler, aber bei Fang, beim Augmentor, wenn das klappt, die ganzen Punkte noch haben, dass ich bis hier komme, bis Hass, das würde die Sache nämlich immens leichter machen, weil ich sie nämlich dort lieber als Augmentor spielen würde, aber wir werden sehen, ob das noch reicht. Ansonsten habe ich offscreen ein bisschen an meinem Zeug verkauft, was ich nicht brauchte, sowas wie Auto Vallum und Auto Protess, und konnte damit die Morbelroute bis auf Stufe 38 hochpushen, was immerhin ein, ja, recht angenehmen Magieboost gegeben hat. Aber gut, damit geht's jetzt halt weiter. Ja, ich dachte zuerst, hier würde jetzt der Boss kommen, weil ich bin der Meinung, dass uns das viel später irgendwo hinportet, auch wenn, ja komm, das ist kein Spoiler. Aber gut, jedenfalls hat er so eine komische goldene Schmetterlingsmaske mit einer Sanduhr in der Mitte geformt und dadurch wird der Raum ein bisschen anders angeordnet und ich finde das echt stylisch. Ich hoffe, ich habe alles geholt, weil das Ding ist auch, ich glaube, dass man in dieses Gebiet hier nicht zweimal reinkommen kann, zumindest nicht in das komplette Gebiet. Ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, aber größtenteils meine ich das eigentlich. Und ich glaube, da wo das Vieh jetzt da vorne wartet, ich denke, der Weg führt uns zur Boss-Time, aber keine Sorge, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich glaube, das wäre jetzt Folge 96. Ich bin mal gespannt, ob ich für das Hauptspiel noch unter 100 bleiben werde. Ich habe für den Kampf beachtlich länger gebraucht, als ich es gedacht hätte. Schenken wir mal die Karte. Links ist der richtige Weg, wie es scheint. Dann will ich erstmal sehen, wie weit wir hier lang kommen. Denn wir sollten ruhig noch alles an Items holen, was wir kriegen können. Ne? Immer mal kurz die Karte aufmachen. Dort sieht es ganz sicher aus. Gehen wir mal da lang. Ha, okay. Aber der restliche Weg hier lang, seht ihr schon, führt nur wieder zum Anfang zurück. Und da wollen wir nicht hin. Von daher gehen wir hier lang weiter. Ich muss gestehen, ich war da offscreen eben ein Stückchen weiter und dann habe ich gemerkt, ach, da waren wir ja schon. Aber gut, hier gibt es noch mehr davon. Oh, die Kämpfe werden echt anstrengend langsam. Weil, schämt euch nicht, hier Blender einzusetzen, die helfen ungemein. Mensch, war da eben Motorrad drin, der Kampf war echt nervig. Aber jedenfalls, die Kämpfe dauern einfach zu lange, das habe ich ja schon vorher gesagt. Das ist hier echt keine schnelle Sache, so wie vorher, und deswegen, und ich meine, Autohast wird auch im New Game Plus, ist das definitiv von Nutzen, wenn ihr da die Mission weitermacht und so weiter, aber hier, ich würde davon abraten, einfach weil es sich nicht lohnt, stattdessen lieber ein paar andere Sachen. Ich meine, selbst Auto Inair und so weiter ist jetzt nicht so der Burner, aber dadurch, wie gesagt, spare ich eben Sass ein bisschen was an Buffzeit. Ich meine, nur Hast und eben einen zweiten Buff zu sprechen, was eben in der Regel Prozess ist, denke ich mal, funktioniert im Endeffekt doch besser. Und ihr, hallo, fahren wir jetzt auch mal los? Achso, ich bin schon da. Bin ich schon da? Moment. Ah, gut. Ich habe mich schon gewundert, warum das so lange dauert. Aber nee. Ihr seht schon, wir sind jetzt ein bisschen geportet und können hier weiter erkunden. Da gibt es einen neuen Gegner. Männchen, ich glaube, der richtige Weg ist sogar, wenn wir hier links gehen. Deswegen gehen wir mal erstmal hier lang. Machen die nochmal platt. Boah, ey. Die halten echt eine Menge aus. Aber gut, hier haben wir einen neuen Gegner gemischt mit diesen hier, aber okay. Der sollte eigentlich auch nicht zu kompliziert sein. Okay, der Gegner wollte eben nicht so, wie ich wollte. Also Runde 2. So, zuallererst, weil das sonst nämlich immer so extrem nervig ist. Bann auf diese... Ah, jetzt war ich schneller als die Viecher, oder wie? Weil die Viecher wollen sich sonst doch immer buffen. Ich warte da eigentlich drauf. Da, jetzt kann ich ihm direkt die Buffs nehmen, weil sie mich einfach sonst nur immens stören. Mir ist im Moment ziemlich egal. Moment, nein. Dann manuell. Mann, oh, ich hasse es, wenn ich die Buffs manuell eingeben muss. Jetzt sehe ich auch noch den falschen. Ich glaube, ich bin schon zu müde. Ich hätte das echt später, früher heute aufnehmen müssen. Aber gut, egal. Egal. So, die buffen wir bitte den. Danke, dann rüber zur grünen Kette, damit ich sicherstellen kann, dass ich nicht sterbe. Denn ein Heiler zu haben, wäre ganz vorteilhaft, weil dieser komische Jujimbo-mäßige Krieger da, der steht darauf, mir Schaden zu machen. Also wer Final Fantasy 10 gespielt oder bei mir gesehen hat, die werden wahrscheinlich wissen, wen ich meine. Das sieht ein bisschen danach aus. Aber gut, den analysieren wir gleich. So, ganz kurz den Manipulator riskieren. Sauber. So, das reicht mir schon. Wechseln wir mal kurz. Sass sollte den eigentlich alleine down kriegen. Kann ich nämlich nochmal sicherstellen, dass Vinyl heilt. So, komm schon, Sass. Zeig mal, was du kannst. Komm schon. Bisschen noch. Danke. Und jetzt eine Analyse ziehen. Wow, mach mir mal nicht so viel Schaden. Sanctum Proliator. Gut, man sieht bei dir nichts, aber ich bin der Meinung, dass du auch
mit Pein und Nebel sogar getroffen werden kannst. Schauen wir mal. Wäre eigentlich ganz von Vorteil, wenn ich dich irgendwie aufhalten könnte. Komm schon, erzähl mir nichts. Na gut, dann eben nicht. Ah doch, siehst du, die KI will selber auch Nebel einsetzen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das muss doch bei dir funktionieren. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass alle Viecher, die Sanctum im Namen haben, anfällig auf Nebel und oder Pein sind. Da, also, jetzt kannst du nicht mehr zaubern, du Arschratte, du. Geben wir noch ein bisschen was an Debuffs drauf und dann ist das Vieh eigentlich auch gar kein Problem mehr. So, dann den Trisaster. Sollte eigentlich jetzt funktionieren. Ah, und ich finde es immer noch schade, dass ich bei Fang immer, oder besser gesagt, finde ich es jetzt schade, dass ich bei Fang nur die Magie einsetzen kann als Verheerer und nicht die physischen Attacken. Aber gut, im Moment, wie gesagt, will ich versuchen, noch Hass zu erreichen, bevor wir beim nächsten großen Boss sind, weil sich das definitiv mehr lohnt, als jetzt den Verheerer noch zu pushen. Bei ihre Angriffs und überhaupt ihre ganzen Buffs sind viel intensiver, das ist einfach ziemlich geil. Einzige Kacke ist halt, dass sie nicht so lange halten. Ich weiß gar nicht, ob sie so eine Waffe hat wie Sass, dass die Buffs länger halten. Das wäre für... Wow, das wäre für so einen Kampf sogar sehr interessant, meine ich. Aber gut, sie ist halt nicht der geborene Augmento, obwohl man das denken könnte. Weil was rede ich? Eigentlich ist sie jetzt Augmento verdammt geil. Beziehungsweise hat sie extrem gute Buffs, also es lohnt sich definitiv. Aber gut, das wäre das. Dann gehen wir den ganzen Weg mal eben schnell wieder rückwirkend in diese Richtung. Und ich weiß gar nicht, was davon noch alles auf uns warten wird. Ich habe leider mein Walkthrough heute nicht offen. Zum ersten Mal übrigens in dem gesamten Final Fantasy 13 LP. Aber gut, kommt doch mal vor. Ah, du allein, du solltest jetzt eigentlich ein Witz sein. Ach komm, dann mache ich den sogar mal onscreen. Weil allein ist ja wirklich ein Witz. Wäre von Vorteil, direkt Nebel drauf zu wirken. Da ihr seht schon, die KI will das sowieso machen. Wenn das also klappt, dann wäre das natürlich ziemlich geil. Ah, sauber. Dann noch ein bisschen manuell. Die schöne Runde, das mache ich am liebsten manuell. Die Protest, die Wall, Gemach und Morbid. Weil das eigentlich schon die wichtigsten Buffs sind. Eigentlich Morbid halt am wichtigsten. Dann auf der nächsten Stufe die Protest und die Shell. Und auf der nächsten Stufe Gemach. Aber je mehr Debuffs wirken, umso besser natürlich, ne? Ach, schau mal, du kannst nichts mehr machen. So einfach ist das dann. Ich meine, es gibt ein paar Gegner hier, die wirklich hart sind, aber Debuffing ist halt viel, viel besser als Buffing. Zumindest bei random Gegnern. Bei Bossen ist das vielleicht wieder eine andere Sache, aber gut. So. Außerdem der Vorteil ist halt auch, wenn ich einen Gegner debuffe, profitieren alle meine Charakter davon. Wenn ich aber nur einen Charakter buffe, profitiert nur er davon. Und das ist eben ein weiterer Grund. Und ja, er hat einen Perovskit gedroppt, das ist auch ein Fluxkompensator für diejenigen, die das vielleicht gerade nicht im Kopf haben. Und definitiv eine gute Sache. Also wie gesagt, ihr könnt hier einiges an guten Materialien farmen. Auch wenn ich lieber diese weißen Seas zum Farmen nehmen würde, weil die eben auch Parfüm droppen. Aber gut, eben nur so. Puh. Ach, ich mag dieses Gebiet, aber das zeigt mir leider auch, dass das Spiel schon ziemlich bald vorbei sein wird. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade. Ich finde es immer schade, wenn meine Projekte enden, aber das wisst ihr ja eh, ne? Ah, aber andererseits freut man sich natürlich auch, wenn man was Neues anfangen kann. Also es ist halt so immer ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Schöne hat eben auch was Trauriges. Aber ich meine, es läuft schon das ganze Jahr und ich hatte soweit echt verdammt viel Spaß mit dem Spiel. Ah, die schnapp ich mir gleich. Ah, diesmal sogar eine Rotlegierung von dem Vieh bekommen. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Und da vorne... Ah, ich sehe schon, eigentlich habe ich noch 5 Minuten auf der Uhr, aber das wird, denke ich, zu knapp, jetzt noch den Bosskampf zu zeigen, der da vorne startet, weil das, denke ich, doch ein bisschen länger dauert. Und, ne, dann zeige ich, denke ich, mal die restlichen Kämpfe für heute sogar noch onscreen. Und, ja, dann wird das vielleicht tatsächlich noch was mit den 100 Episoden, ne? Hm, bin ich eh gespannt. Aber gut. Dann machen wir das euch mal. Ich weiß nicht, weil das hat mich eh der TK Chase gefragt. Er hat, ich glaube, du hast ja gesagt, du würdest dir wünschen, dass 100, oder dass es im Endeffekt 100 Parts werden. Wäre interessant, das zu sehen. Soweit hat es ja bis jetzt nur ein Projekt von mir geschafft, über die 100er-Grenze hinauszukommen. Und ich kann so viel sagen, Final Fantasy 13, ja, ich wollte schon 10 sagen, Final Fantasy 13 wird insgesamt 100%ig über 100 Parts haben, weil ich meine, es hatte ja 3 Bonus-Episoden, ich hatte den Trailer. Aber ich sag mal, wenn das ganze Bonus-Zeug, was ich am Ende noch machen will. Ich weiß übrigens nicht, wie viel ich davon mache. Ich verspreche immer so viel Bonus-Episoden und manchmal bin ich dann einfach zu faul, die zu machen, weil entweder denke ich mir dann einfach, nee, keine Lust, oder das Ding ist einfach, zum Beispiel wie auch in Final Fantasy X, ich finde es dann unsinnig oder langweilig und so ähnlich könnte es hier auch sein. Also ich werde definitiv nicht die ganzen Missionen zeigen, weil ich darauf eigentlich keine Lust habe,
Wer die unbedingt sehen will, da müsst ihr aber schon sehr einstimmig sagen, dass ihr die alle sehen wollt. Aber das kann ich mir nämlich gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr sagt, ja komm, zeig uns noch die restlichen, was weiß ich, 30 Missionen oder was da kommt. Cersei ist von Tod gestorben, sehr geil. Und aus diesem Grund will ich die auch nicht alle machen. Da denke ich mir lieber, fangen wir lieber ein neues Projekt an. Weil, denke ich mal, davon habt ihr auch mehr. Wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, sagt's mir. Ich meine, ich kann mir das auch immer offen halten und das irgendwann, wenn es mal gewünscht ist, halt doch nachholen. Ich meine, das ist dann im Endeffekt, denke ich, eine schönere Sache. Und ich kann euch trotzdem noch zeigen, denke ich, wie man so ein fettes Vieh ohne Aufruf und ohne alles Mögliche killt. Aber ich meine, ich habe euch immerhin schon im LP gezeigt, wie man ihn besiegen kann, wenn man ja nicht die Statuswerte hat, die man sonst dafür bräuchte. Und wie gesagt, man kann ihn eben auch mit Tod spammen, aber das wäre was ich nicht unbedingt, das ist unehrenhaft irgendwie. Aber gut, das wäre dann die Sache. Und ja, ich werde halt sehen, wie das mit dem Bonuszeug ist. Aber Ding ist einfach, wenn ich merke, ihr wollt das nicht sehen oder denke, ihr wollt das nicht sehen, dann lasse ich es dann meistens dann doch weg. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. So, ist hier noch was? Nö. Aber gut, da vorne wäre das Ganze dann. Ich will mal jetzt noch sehen, ob ich es jetzt noch schaffe, den Zauber zu erreichen. Wenn ich es schaffe, dann richtig geil. Nein, nicht auf dem Brecher. Wenn ich es nicht schaffe, jetzt noch Hass zu erreichen, dann gehe ich vielleicht sogar noch ein, zwei Kämpfe farmen. Punkte farmen. Wenn es denn nicht so viel ist, was mich davon trennt, müssen wir mal schauen. Wenn es jetzt nur, sage ich mal, ein Kampf ist. Ja, tatsächlich 48.000, ja. Ich glaube, das ist ein Kampf oder so. Ich denke mal, den werde ich tatsächlich jetzt machen, einfach weil die Strategie dann im Bosskampf besser ist. Da muss ich Cersei nämlich nicht als Augmentor spielen, sondern kann Fang als Augmentor spielen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich... Moment, wie viel ist das dann noch? Ja, ich gebe jetzt die 6.000 Punkte aus und mir fehlen... Ja, ihr seht schon, das ist ja nichts. 41.500 Punkte. Also ich denke mal, das kann man verkraften. Das sind jetzt zwei, drei Kämpfe, die ich da machen darf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Let's Play Final Fantasy 13, genau vor diesem Vieh. Aber wie wird der Boss aussehen, ha? Ich sage, es sind zwei altbekannte Gesichter, mehr oder weniger. Bis dahin und bis dahin.